Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anno 1800. Die erste Gaslieferung ist eingetroffen. Nicht viel, gebe ich zu, aber reicht allemal für das, was wir probieren wollen. Wir stellen jetzt erstmal schön ein Gaskraftwerk hier auf. Und wenn das wirklich so gut funktioniert, dann könnten wir ja in Erwägung ziehen, so nach und nach das Öl hier aus Quarnfurz zu verbannen und das Ganze mit Gas zu betreiben. Nun gut, schauen wir mal, wie weit reicht denn das Kraftwerk hier eigentlich aus? Oh, da ist der Einflussbereich recht groß. Hier oben, ihr habt keine... Deshalb habe ich nicht daran gedacht. Elektrizität, das weiß ich auch nicht, warum du nicht dran gedacht hast. Ich hätte es gemacht. Na dann, hier mal schön mit hin. Wie sieht's denn aus? Ihr braucht ja dann auch bestimmt noch ein Lagerhaus, aus dem ihr euch bedienen könnt. Auch wieder so eine Sache. Aber der Bereich wird eigentlich schön ausgefüllt. Da könnte man das doch da mal... Gemeinsam sind wir so viel stärker. ...hinstellen. Das glaube ich nicht wirklich, Bender. Das musst du mir erst noch beweisen. Oh, du meine Güte. Ja, so ist das nun mal. Ja. Moment. Oh, ihr holt euch da oben ab. Na, ob mir das gefällt, weiß ich noch nicht. Komm, hier, da ist der Weg nicht so weit für euch. Da kann ich doch sicher noch so ein schönes Lagerhaus mit dazwischen stellen. Und dann bügeln wir erstmal wieder über die ganzen Häuser hier drüber. Da sehe ich doch, dass wieder aufgerüstet werden kann. So, da stellen wir das mit hin. Und dann lassen wir das mal anlaufen, die ganze Sache hier. Wo geht's denn jetzt weiter mit Aufrüsten? Hier drüben hat sich auch wieder ein bisschen was getan. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Na, ob ich den jetzt gebrauchen kann? Nicht wirklich. Da konnte noch einiges verschoben werden. Und hier unten ist immer noch Platz, um da Investorenhäuser aufzustellen. Das heißt, es kommen weitere Bewohner hinzu und spendieren fleißig Einflusspunkte. Elektrizität reicht auch für das Gebiet aus. Das heißt, ich kann dann zur nächsten Folge hin schön weitere Investorenhäuser runter verschieben. Aber jetzt geht's hier weiter. Alle bereit zum Aufrüsten? Das freut mich doch. Einmal hier drüber. Einmal hier drüber. Und hier unten. Euch nehmen wir natürlich auch noch mit. Na, das gefällt mir schon viel besser. Nochmal zu euch hier unten. Hab ich gerade gesehen, dass ihr da noch so doof rumsteht. Ihr wartet doch darauf, bestückt zu werden. Haben wir noch was Ordentliches für euch? Ach, da muss leider ein blauer Schraubenpropeller mit eingesetzt werden, aber für den Anfang reicht's ja. Mehr Druck im Kessel. Du auch leer, das gleiche für dich. Damit ja nicht gemeckert wird. Frachtschiff steht bereit. Und der letzte. Den kannst du gern nehmen. Hi. Denn, wenn die Arbeitskraft in der Arktis auf King William Island so düster aussieht, da könnte man doch noch, wenn man noch ein paar Fleischkonserven übrig hätte, die mal hierher liefern. Was haltet ihr denn davon? Das spendiert nochmal schön 3 Techniker pro Hütte? Wäre einen Versuch wert. Da schauen wir jetzt erstmal, wie viel überhaupt produziert und benötigt wird. Quarnfurz benötigt, lass mal überprüfen, 16 Tonnen gerade mal. Und, ach, hätte ich auch drin bleiben können. Im Menü, aber was soll's. Produziert werden 26. Na, da kann man doch was abzweigen, zwacken, zwicken. Ihr wisst schon. Das Lager gefällt mir. Kisten unter Deck. Dann wirst du dich darum kümmern, mein guter Herold 2. Fleischkonserven,
dafür. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Warum muss das jetzt sein? Geh mal weg. Für Arktis reicht ja. Bestimmt bist du, dann können wir die Route mal planen hier. Passt das? Passt. Fleischkonserven für Arktis. Schiff packen wir dich rein. Vom Weinweg nach King William Island. Da bin ich mal gespannt, wie viel das denn dann bringt. Dauernd hier die Meldung bekommen will ich auch nicht. Hab ich keine Lust drauf. 2, 4, 6 stimmt, raus damit. Und dann muss ich aber noch mal schnell in die alte Welt schauen. Es mangelt an Arbeitskraft. Na, sieh mal einer an. Davon hab ich doch gerade geredet. Das muss nicht sein. Ich muss noch mal schnell in die alte Welt. Ich glaube, da steht noch eine Aufgabe der guten Blende an. Ja, segeln Sie hierhin, Jorgensens fröhlicher. Sie hatten ihren Spaß. Nun sind wir an der Reihe. Oh, darf ich schon wieder zugreifen, mein Junge? Unter ihrer Konkurrenz ist ein... Da will ich doch mal die hoffen... Die Waffenruhe wurde beendet. Ist ja gut. Dass diesmal eine schönere Belohnung winkt. Auch mich erst noch umgewöhnen, dass das Ganze jetzt hier umgestellt wurde. Wir befinden uns in einer ziemlich guten Lage. Ja, momentan läuft's eigentlich nicht schlecht. Hast du nicht Unrecht? Aber ob das zukünftig auch weiterhin so läuft? Das würde bei einer Auktion Rekordsummen erzielen. Ja, dann greife ich mal in die einzigartigen Erfindungen und nehme mir mit die Malmaschine, einen Ovens vollautomatische Glasblasmaschine, dröhnender Lautsprecherverbund und Hope David Maschine. Naja, gleich die nächste. Haben Sie einen Favoriten? Ja, aber ob ich den dir jetzt sage? Wie sieht's aus? Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Im Forschungsinstitut ist auch gleich der nächste Durchbruch. Och, dann bleibe ich jetzt mal hier. Und rüste nochmal schön fleißig auf. Und zwar hier oben, wo dann verschoben werden kann. Wenn es denn einmal möglich ist, ne? Einmal hier, einmal hier. Och, da ist er schon wieder. Wer weiß, wohin der Weg dich führt? Das fragt man sich. Kannst du es mir sagen? Du bist unvergleichlich. Oh, schon wieder ein Tiger. Och, Bände, was soll ich denn mit dem ganzen Tiger machen? Lotto bereit. Mensch. Bringt mir mal lieber ein paar Bretter hoch. Und da kann hier die Bärlichin sich gleich mal mit anschließen. Da fragt er auch gleich mit hinterher. Jetzt machen wir mal eine große Runde mit euch. Ja, ärgerlich, dass da jetzt wieder gewartet werden muss. Ach, hätte ich dran denken müssen. Aber wir können ja mal schauen, wie läuft's denn hier mit unserem schönen neu errichteten Gaskraftwerk. Aha, Verarbeitungszeit 45 Sekunden. Perfekte Produktivität, 100%. Na, da geht bestimmt aber noch ein bisschen mehr. Reichweite erhöht. Stadtweites Netz, Reichweite nochmal erhöht um 15. Deswegen dieser schöne Einflussbereich. Und wie viel benötigt denn dieses Kraftwerk jetzt da, wenn es da so steht? Das würde mich dann doch schon nochmal interessieren. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Ja, ich komme gleich. Eine Tonne. Ja, bestimmt, weil rundherum die ganzen Häuser noch nicht aufgerüstet sind und noch keine Elektrizität benötigen. Ja. Aber es scheint ja so zu funktionieren. Da könnte man wirklich in die Arktis weitere Gletscher in Besitz nehmen, weitere Gasförderstätten errichten und. Aber das... ja, wie soll ich sagen? Braucht wieder einiges an Zeit. Arktis ist nicht so meine Lieblingsregion. Das ist das Forschungsinstitut. Hier wird geforscht. Langsam weiß ich's. Nehm ich mir mit.
Und darf ich noch einer? 80.000. Nee, da fehlt 1.000. Oh. Nehmen wir jetzt erstmal eine Erweiterung des Campus mit. Dann holen wir uns eine weitere Baugenehmigung. Ja, genau so. Einige vielversprechende Ideen liegen. Ach komm, wenn wir einmal jetzt hier sind, können wir doch noch ein paar Mal investieren hier. Welche Fachrichtung soll es sein? Artefakte, bitteschön. In welche Technologie wollen wir investieren? Auch diesmal bei Industrietechnologie. Lassen Sie uns die Besten der Besten anheuern. Das ist der Plan, aber es klappt ja nicht immer. Experten für Zivilangelegenheiten, kommt. Kulturwissenschaften nochmal. Nur was modern ist, kommt irgendwann aus der Mode. Ja, könnte man so sehen. Nazca-Grab oder Mathilda, der Papagei, der Mathilda. Kennen wir alle schon. Ja, was ist los? Du sagst ja gar nichts mehr. Oh, wer bist du denn? Bekonen, der Freigeist. Alle Produktionsgebäude. Oh, die etwas abgeschwächte Variante des Ferras. Oder wie sehe ich das? Naja, nicht verkehrt. Hier Artefakte, hier nochmal. Och, Meerestechnologie, warum denn eigentlich nicht? Und nochmal bei Talententwicklung. Oh, Elias Papadikas, Dekorateur der Schaufenster. Alle Schreinereien und Fensterfabriken. Produktivität erhöht, liefert Elektrizität und produziert gelegentlich extra Holz von mir. Ja, das wäre doch der perfekte Kandidat für die Kutschenwerkhallen. Müsste man nur noch wissen, wo man die alle herbekommt. Und wenn ich da gerade so die ganzen Artefakte und Co. sehe, könnte man auch noch mal im Zoo und Co. vorbeischauen, ob da nicht wieder was eingesetzt werden kann. Jo, hier, komm. Jetzt gehen wir noch einmal durch. Bei jedem. Und dann verschwinden wir hier wieder. Na hier, was ist das? Gidusisches Kirchen-Diorama. Ja, würde ich mir auch aufstellen. Die schöne Haftmine noch mitgenommen. Und hier jetzt, ja. Industrieangelegenheit. Das war's für heute. Ich bin mal wieder weg. Mittlerweile sollten doch meine schönen Schiffe auch angekommen sein. Ja, sieh mal an. Da packen wir dich mal voll. Schön die ganzen Bretter rein, was geht. Da passt noch was, sehe ich doch. Zum Horizont! Noch jemand ohne? Na. Sind unterwegs! Und das war's dann. Schicken wir euch mal wieder schön hier in den Hafen, dass ich dann weiter basteln darf. Flotte geht auf Fahrt. Ich hatte gerade angesprochen, nochmal beim Zoo, Museum und Botanischen Garten vorbeizuschauen und das machen wir jetzt auch. Echter Eibisch. Och, hier ist alles nur blau und so. Was Grünes. Och, hier gibt's nicht viel, was wir einsetzen können. Aber dafür reicht's. Hier dürfte es ein bisschen anders aussehen. Was Blaues? Nein! Moment mal! Moment. Die Atlantische Tafel soll da doch rein. Find ich noch was? Noch was Blaues! Weg! Aus! Schätze von Sila Amidos. Wollen die Leute sehen. Dafür wird gezahlt. Oh, das andere alles schon episch. So wie es aussieht. Oh, nee, da ist noch was Blaues. Weg, raus. Die Lanze von Sila Mavi. Ach, was haben wir dafür gearbeitet.
als wär's gestern gewesen, erinnere ich mich. Das kann auch raus. Und als letztes den Tempel des Poseidon reingepackt. Naja, geht doch ganz schön auf hier. Und hier drüben. Oh, ja, da könnte man auch noch ein paar Module mit hinsetzen, theoretisch. Da ist ja noch Platz, ne? Opfere ich dafür jetzt die hart erarbeiteten Einflusspunkte? Na komm, wir setzen mal 4 Stück mit hin. Ach, weg hier. Nicht Pfadornamente, freies Gehege. So. Und hier ein Albino-Gorilla. Dann packen wir hier noch einen schönen... Naja, schön ist er nicht, aber den schwarzen Schlinger rein. Ist das aufregend. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Pottwal. Naja, wer einen hat, der hat einen. Und so ein Flusspferd. Ist nicht verkehrt. Arek Lisowski, Architekt der Oberschicht. Ja, warum denn nicht? Darf ich wieder ran? Sind die Bretter da? Kiste unter Deck. Dann mal hergegeben hier. Und Platz machen. Abdrehen beginnen. Vielleicht ist ja die Fleischkonservenlieferung mittlerweile auch in King William Island eingetroffen. Können wir ja gleich auch mal einen Blick drauf werfen. Baldrehen. Ob sich da wirklich so viel an der Arbeitskraft getan hat. Schön wäre es. Jetzt nochmal zu euch, meine Damen und Herren. Ihr braucht euch gar nicht zu verstecken. Ein letzter Blick? Na, mit Sicherheit. Aber jetzt wird gewartet, bis ich hier fertig bin. Da noch. Und da noch. Und da noch. Ja. Komm, dann nehmen wir euch halt auch noch mit. Schon wieder die ganzen Bretter alle. Mann, was macht ihr denn damit? Das war doch eine schöne große Lieferung. Alles weg. Naja, dann müsst ihr halt nochmal ran. Holt mir diesmal... Wo gibt's denn noch was? Am Weinweg könnte ich nochmal zugreifen, theoretisch. Machen wir auch. Lotte unterwegs. Kommt mal runter hier, Zeitung nicht vergessen. Erwische ich Sie bei besonders guter Laune, Direktor? Ach, heute ist nicht schlecht. Kann nicht meckern. Der Subtext ist mit bloßem Auge. Ja, aber Sie ich haben sehe ihn trotzdem. Einfluss gewonnen. Den Subtext. Oh, 536 Einflusspunkte. Ja, da kann man doch ein paar Handelskammern und Rathäuser verteilen. Und vielleicht auch Quartiere und Hafenmeistereien und. Schiffe bauen. Oh, genau. Da haben wir doch noch eine Great Eastern. Okay, wir brauchen auch Stahlträger, wie ich sehe. Na gut. Schreib ich mir mit auf die Liste. Und während ihr nach unten fahrt, kann ich dir dann nochmal einen Befehl geben. Wie sieht's denn aus? Hinweis... Zum Horizont. Dem gehe ich mal nach. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Nein, es dauert noch 20 Minuten. Hier dauert es auch noch, da darf ich auch nicht wieder ran. Noch nicht wieder ran. Unter qualitativen Gesichtspunkten geht es uns ausgezeichnet. Ui, ich gehe in die Glühbirnen aus, sehe ich. Aber Moment mal, da wird doch eigentlich genug produziert. Hey, ja, da müssen wir einen neuen Frachter mit reinsetzen. Muss dann einer von euch übernehmen. Das Schiff steht bereit. Nachdem die Lieferung ausgeliefert wurde. Einmal Stahlträger für dich. Und einmal Stahlträger für dich. Dann nehmt ihr zwei beiden Hübschen die Bretter mit. Hi. So, rüber mit euch. Und Bretter für dich.
Und für die schöne Berlichingen könnte auch die Baumaterialroute wieder losschicken. Die ist momentan ja noch pausiert. Gut. Laufen, wir haben die Stahlträger, wir haben die Bretter, dann muss geliefert werden. Router, Baumaterial, jawohl, kannst wieder losfahren. Brauchst nicht mehr doof da rumzustehen. Ach, Mann. Und da dann schön die ganzen Häuserchen wieder hinschieben, da ist dann wieder Platz bis zum nächsten Mal, wo wieder was gebaut werden kann und aufgerüstet werden kann. Mittlerweile in Quarnfurz, ach, noch nicht ganz 200.000. Aber das ist doch noch drin. Nicht mehr lang dauert's. Hab ich dich richtig platziert? Ja, fast. Jetzt so schönen blauen Schrott, dass ich mal wieder ein paar legendäre Propeller kaufen könnte. Das wär's doch. Wie wär ich glücklich? Was würde ich mich freuen? Man kann's ja mal versuchen. Nicht weit entfernt. Ja, wird hier unten irgendwo liegen. Ja, da sehe ich doch jemanden in den Hafen einfahren. Mondschatten, dich stelle ich ab. Dich brauche ich gleich als Glühbirnen-Transporter. Das muss noch raus. Dann stellen wir dich mal wieder hier rüber. Wendemanöver! Und dann werden die restlichen Häuser auch noch aufgerüstet. Wenn denn noch was geht jetzt. Obwohl, naja. Frachtschiff steht bereit. Oh, wie viele Frachter sind auf der Glühbirnenroute eingeteilt? Da. Zwei Stück. Glühbirnen, drei. Na gut. Kran anhalten. Glühbirnen, drei. Schnell geht's. Schön. Dann mach dich mal in die Spur, Jung. Und hier die Great Eastern reingepackt. Und vielleicht hinterher noch drei Frachtschiffe. Gas. Kann auf jeden Fall durch das eine Luftschiff beliefert werden. Da muss aber auch noch in die Slots was reingepackt werden. Der Junge ist so langsam unterwegs, wenn der Fracht geladen hat. Das geht mal gar nicht. Ansonsten könnte ich jetzt noch ein paar hiervon aufrüsten. Und hiervon. Genau, da sind wir da auch wieder auf 1000 und bei den Ingenieuren über 1000. Das ist schöner mit anzusehen. Nun gut. Jetzt Moment der Wahrheit. Auf in die Arktis. Wie sieht es aus? Nicht gut. Wie, warum? Äußerst lobenswert. Ihr habt doch jetzt eure Fleischkonserven. Es war mein Traum, hierher zu kommen. Ich kann mich nicht beschweren. Ich kann mich schon beschweren. Wieso ist denn da Pemmikan Mangelware? Das sind ja keine guten Neuigkeiten. Walöl und Rentiere werden dafür benötigt. Wie sieht's damit im Lager aus? Schlecht. Walöl ja, Rentiere nee. Ich habe schon lange jegliches Gefühl in den Händen verloren. Ach, das ist aber schlecht. Kann man da noch einen Quartier mit dazwischen quetschen? Nee, auch nicht.
brauchen wir hier so viel Kohle? Wie sieht's damit aus? Kann da was weggerissen werden? Auch nicht. Och, Jungs, Mädels, das wird ja wieder Schiff ein... Schiff vom Stapel gelaufen. Ein Akt für sich hier. Aber wenigstens, na sieh mal. Bereit. Medusa, Luftschiff, fertig. Da stimmt's auch wieder mit der Arbeitskraft. Naja, puh. Wie machen wir denn das jetzt? 1, 2, 3, 4. Naja, ich sag mal 4 oder 5 Köhlereien könnten da weggerissen werden und theoretisch noch durch Rentierhütten ersetzt werden. Da muss aber auch noch ein weiterer Frachter eingesetzt werden, der hier die Kohle herbringt. Steuere! Ach. Wie sieht denn das wieder aus? Kohle. Da waren nicht wenige Ruten. Ihr liefert alle woanders hin. Du bringst das noch da hoch. Alte Welt, Trelovni, 4 Quan Forts, 4 Quan Forts. Also wirklich nur die eine Route, die das hier nach King William Island bringt. Und die ist bestückt mit 2 Schiffen. Hoch, da packen wir noch ein drittes mit rein. Und dann könnten wir vielleicht die Köhlereien hier wegreißen und, wie gesagt, noch mit Rentierhütten bestücken. Trelovni. Hi. Einsamer Stern. Wir... Besitz meiner Familie. Jetzt nicht mehr. Jetzt geht es über in meinen. Sind unterwegs. Kannst du sagen, nichts. Wir machen dich jetzt hier mal zum Kohletransporter. Ach, jetzt habe ich schon wieder den Namen der Route vergessen. Kohle 1 für Arktis. Frachtschiff steht bereit. Kohle 1 für Arktis. Schiff Nummer... 3. Bestückt warst du? Mehr Druck im Kessel. Sicherheitshalber nochmal nachschauen. Genau. Und jetzt auf diese Route. Oh, wo war das denn überhaupt abgeholt? Ach, muss ich ja auch noch schauen. Moment. Alte Welt. Abgeholt. Aus Sassenberg. Okay. Da schaue ich gleich mal vorbei. Stimmt. Kann geliefert werden. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ach, na, das fehlt jetzt auch noch. Wieso stimmt denn hier überhaupt die Arbeitskraft nicht? Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja, ich habe es beim ersten Mal schon verstanden. Sassenberg, ja, da ist aber noch Kohle da und da könnte man theoretisch auch noch ein paar Depots mit hinstellen. Oder wie sieht das denn aus? Überall muss wieder drüber hier. Einmal da und na, da passt es dann doch nicht mehr. Sollte ich noch Platz lassen für eine weitere Anlegestelle? Ich lass mal lieber. Ach, da brauchen wir sowieso keine Fischerhütten. Na, da reicht's aber mit dem Material auch schon wieder nicht mehr. Schwierig heute. Hätte ich da noch gern eine stehen? Dann müsst ihr jetzt das mal übernehmen hier. Kurs gesetzt. Fahr mal in den Hafen nach Olching. Genau wie die gute Walrus. Und wir rüsten hier auf. Am Monatsende bleibt noch was. Wieso? Arbeitskleidung. Wunderschön. Nee, nicht wunderschön. Ich darf da auch nicht aufrüsten, wirklich. Oh, da muss ich da auch noch einen weiteren Frachter für die Arbeitskleidung einteilen. Nee. Obwohl, hier sind mir viel zu viele Bauern. Warum denn das eigentlich? Da könnte man doch hier überall mal, ne? Ihr wisst schon. Obwohl ich jetzt eigentlich noch ein bisschen Bretter bräuchte. Bretter bräuchte. Lass ich's mal so.
Hochofen in Weinweg wurde durch eine Explosion in Brand gesteckt. Ja, warum denn? Hat das irgendeinen Grund? Tut das Not? Das wissen wir doch schon. Da weiß ich schon Bescheid. Na gut. Dann müssen es ja doch noch ein paar mehr Frachter werden hier. Packe ich doch noch mal 2 Stück mehr rein. Euch brauche ich jetzt Wendemanöver. Nicht, doch dich. Vielleicht. Vielleicht reicht's ja jetzt auch. Mit der Arbeitskleidung. Das lasse ich noch mal. So mutig und so viele Leben gerettet. Ja, so bin ich halt, meine Gute. Kennst du... Die Flammen wurden gelöscht. Nicht anders. Moment mal, da hat's immer noch gebrannt. Nein! Keine Angst vor Splittern. Ach, ihr miesen Kleinen. Na gut. Wir sind ja mit der Zeit sowieso am Zeitpunkt angekommen, wo wir der Expedition... Wo wir mal zur Expedition schauen müssen. Aber so schnell, na gut. Das ausgetrocknete Flussbett. Die Wasservorräte sind während der Landerkundung fast erschöpft und sie befinden sich auf dem Weg zum Treffpunkt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein schlammiges Rinnsal durchzieht das trockene Flussbett. Die Mannschaft ist überglücklich, als sie erkennt, dass er nicht komplett ausgetrocknet ist. Halten sie, um Wasser aufzunehmen, oder gehen sie weiter? Nach der Quelle des Flusses suchen. Eine Quelle zu finden ist leicht, aber sie in eine Abkürzung zu verwandeln, das verlangt Köpfchen. Von hoch über dem ausgetrockneten Flussbett fällt das Wasser in die Rinne. Die Männer würden ein Bad unter dem Wasserfall für nichts auf der Welt missen wollen. Ja, dann schrubbt euch mal ordentlich sauber hier, Jungs und Mädels. Dann geht's für euch weiter. Und wir, na gut, wir wären ja soweit auch durch. Ich will jetzt nochmal schnell schauen, wo das mit dem Feuer war. Aber ihr sagt mir ja, hier ist alles gelöscht. Ihr gebt mir keine Meldung, dass noch Ruinen existieren. Dann wären wir für heute soweit durch. Und ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.